Mit fast 500 Jahren sind die Uffizien in Florenz eines der ältesten Museen der Welt und eines der renommiertesten. Pro Jahr locken die Kunstsammlungen mit Werken von Da Vinci, Botticelli oder Tizian Millionen Besucher an. Trotzdem macht man sich auch dort Sorgen um die Zukunft. Wie bleibt man für künftige Generationen interessant und relevant? Die Dokumentation in den Uffizien geht diesen Fragen auf den Grund und begleitet die Museumsmacher bei der Suche nach Antworten. Alles muss stimmen, bis ins kleinste Detail. Wenn Sponsoren und Förderer erwartet werden, legt der Direktor Eike Schmidt auch mal selbst Hand an. Seit 6 Jahren leitet der Deutsche eines der berühmtesten Museen der Welt. Wir haben mit den Uffizien riesige Fortschritte gemacht im Laufe der letzten 2 Jahre. Aber ein Raum muss noch restauriert werden. Der Geographiesaal bräuchte mal eine Auffrischung. Und die Geldgeber aus den USA könnten dabei hilfreich sein. Schmidt nutzt seine internationalen Kontakte. Als Manager und Kunstexperte ist er ein Glücksfall für die fast 500 Jahre alte Kunstsammlung der Medici. Man hat schon das Gefühl, dass er für alles ein Auge hat und eine unglaublich breit gestreute Aufmerksamkeit, die sich dann auch auf die Mitarbeiter überträgt. Da wird dieser Bezug und diese Liebe zu dem, was er da eben nicht nur verwaltet, sondern wirklich auch öffentlich macht, schon sehr klar. Fast 2 Jahre lang konnten die beiden Filmemacher, Direktor Schmidt und sein Team, bei ihrer Museumsarbeit beobachten. Zum Beispiel bei der Neugestaltung der Ausstellungsräume. Praktisch das gesamte Christentum in einem Raum rechts, das eher leidende, asketische und da dann eben auch das freudige, explosive und dann jeweils das Licht. Also im Grunde genommen geht es ab hier bis da ganz ums Licht. Und hier ist ja praktisch das Christkind, leuchtet das aus dem Christkind heraus, als wäre es eine große Glühbirne. Das wird noch viel, viel stärker sein, dieser Eindruck, wenn wir den Engelssturz hier haben. Also mit dem Engel, das ist ja reines Chaos, reine Explosion, reine Unordnung. Die Kunst der Inszenierung ist ein ständiger Prozess. Nie ausgestellte Meisterwerke kommen so zu neuer Geltung. Die Museums-Highlights dagegen, echte Selbstläufer, die jeder Besucher sehen will. Die sinnliche Schönheit bei Botticelli beeindruckt die Betrachterinnen bis heute. Genau wie der erstaunliche Realismus in der Malerei Caravaggios. Das ist Kunst, die in so einer Zeitenwende entstanden ist, als so ein ganz großer geistiger Umbruch passiert, als der Mensch auch plötzlich so in den Mittelpunkt tritt, als man ganz anders anfängt zu denken. Und vielleicht eine der größten Umbruchszeiten bis jetzt zum digitalen Zeitalter. Dort sind auch die Uffizien angekommen. Das digitale Abbild ist vielen wichtiger als das Original. Über 2 Millionen erstaunlich junge Besucher strömen jährlich in den Kunsttempel und treffen dort auch auf eine Porträtgalerie, eine Art Facebook des 16. Jahrhunderts. Bewahren und erneuern. Der Film beschreibt diesen ständigen Balanceakt der Museumsmacher. So lädt Schmidt auch den britischen Bildhauer Anthony Gormley ein, Arbeiten in den Gängen der Galerie zu präsentieren. Klassische Antike trifft auf zeitgenössische Kunst. Für manche ein Sakrileg, doch für den Direktor auch eine neue Gelegenheit, Aufmerksamkeit auf die ganz großen Schätze der Uffizien zu lenken. Das ist wirklich magisch, das zu sehen. Mein absolutes Lieblingsbild von Leonardo. Und mit ihrer Beleuchtung ist es einfach wunderbar. Abseits der Besucherströme, Tizians Venus von Urbino wird abgestaubt. Das ist eine seltene Gelegenheit. Das passiert nur 2 Mal im Leben. Fast jeder, der dort arbeitet, hat so einen ganz direkten Bezug zu seiner Arbeit und zu dieser Sammlung und zu den Kunstwerken. Und das ist eine Gemeinschaftsleistung. Der Film ist ein faszinierender Einblick in den Kosmos des Museums. Eine Feier der Kunst und
der Leidenschaft der Menschen, die sie zum Leuchten bringt. Das war das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.